Wir sind heute im Institut für experimentelle Strömungsmechanik und bei mir ist der Leiter des Instituts, Professor Paschereit. Herr Professor, ich habe zwar im Physik gut aufgepasst, aber irgendwie, was ist denn experimentelle Strömungsmechanik? Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier. Ja, wir beschäftigen uns mit einem ziemlich breiten Themenfeld. Das umfasst also zum Beispiel die Windenergie, die Aerodynamik von Windenergieanlagen. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Verbrennungsvorgängen und mit der Umströmung von Fahrzeugen. Die Klammer über diese gesamten Projekte, die wir hier halten, heißt Strömungsbeeinflussung, Strömungskontrolle. Wir wollen also, dass die Strömung das macht, was wir möchten. Und das bedeutet zum Beispiel für die Umströmung von Körpern, von Fahrzeugen, dass wir Widerstände minimieren wollen. Für die Umströmung von Windenergieanlagen, dass sie effizienter arbeiten. Und für Verbrennungsvorgänge bedeutet es, dass wir eine extrem gute Mischung versuchen zu erreichen und damit dann die Schadstoffemissionen, wie heute in aller Munde NOx, also Stickoxide, weiter reduzieren können. Das ist natürlich auch für die Industrie interessant und das sage ich immer wieder auch unseren Studierenden, dass wir gerne möchten, dass was wir hier entwickeln, möglichst auch mal in Anwendungen geht. Aber es ist auch sehr viel Grundlagenforschung. Wir betreiben also Grundlagenforschung und angewandte Forschung. Sie sagen Ihren Studierenden, Sie gehören zur TU, zur Technischen Universität. Ja, genau. Das sind Studierende der TU und auch unsere Promoventen kommen viele von der Technischen Universität Berlin, allerdings auch von anderen Universitäten. Und besonders gut kennt man dieses Institut, weil es unmittelbar neben diesem rosafarbenen Rohr steht, was man immer auf der Straße des 17. Juni sehen kann. Ja, genau. Das ist die Versuchsanstalt für Wasser- und Schiffbau, die ehemalige Versuchsanstalt für Wasser- und Schiffbau. Und wir nutzen teilweise auch diese Anlagen. Was Sie da sehen, diese rosa Röhre, das ist ein großer Kavitationskanal, ein Umlaufwasserkanal. Was man nicht sieht, aber auch sehr interessant, sind Schlepprinnen, die dort vom Zoo bis zur Spitze der Schleuseninsel reichen. So, und jetzt besuchen wir die kleine Lasershow von Florian Ustermann. Also es ist ein kleiner Windkanal, also einer der unserer kleineren. Und im Grunde machen wir jetzt hier PIB-Messungen, nennt man das. Das sind einfach Messungen mit Laserlicht, wo wir dann Fotos von der Strömung machen und so auf die Geschwindigkeiten in der Strömung zurückschließen können. Da wird also erstmal so ein Nebel erzeugt? Genau, das nennt sich Seeding-Partikel. Also es sind im Endeffekt kleine Öltröpfchen, die beigemischt werden der Luft. Und die gehen halt mit der Strömung mit und mit dem Laser werden die sichtbar gemacht und so können wir halt dann die Geschwindigkeiten sehen. Wozu dient das? Ja, im Grunde ist das eine Grundlagenforschung. Also diese Düse, die da drin ist, die wird für Strömungskontrolle eingesetzt. Und Strömungskontrolle, damit kann man zum Beispiel Widerstand an Fahrzeugen reduzieren oder in Flugzeugen den Auftrieb erhöhen. Es sieht ja auch sehr künstlerisch aus. Es gibt ja durchaus Laser, die da auch für benutzt werden. Unser ist hier ein bisschen stark. Also der ist jetzt sehr schwach eingestellt, aber wenn man den jetzt stärker macht, würde der Raum auch schön grün leuchten. Also ist wahrscheinlich ein bisschen zu gefährlich für den DJ. Dann gibt es hier auch ordentliche Windgeschwindigkeiten. Ja, der Kanal, der schafft jetzt ca. 60 Kilometer pro Stunde. Wir haben hier aber auch noch andere Kanäle, die deutlich höher kommen. Können wir mal ausprobieren? Jetzt den hier? Ja, klar. Wie viel Geschwindigkeit haben wir jetzt? Ich höre überhaupt nichts mehr. Ist schon, na, ruhig ein bisschen mehr noch. Ja. Ist doch eine ganz angenehme Brise eigentlich. Ja. 60 km/h. Oberkante. Aber fühlt sich noch ganz gut an. Haartrockner. Thank you.
Gerade standen wir am kleinen Windkanal, jetzt sind wir im großen Windkanal und hier ist fast so ein bisschen gruselige Atmosphäre, es ist dunkel. Und bei mir ist der Gruppenleiter für Aerodynamik, Dr. Nayeri. Herr Nayeri, was wird hier getestet? Ja, was wir hier machen, ist, dass wir uns mit der Aerodynamik von Landfahrzeugen beschäftigen. Dazu zählen einerseits Schienenfahrzeuge, Hochgeschwindigkeitszüge oder auch Güterzüge und Passagierfahrzeuge, PKWs, aber auch LKWs. Und unsere Motivation dabei ist es, den Verbrauch von diesen Fahrzeugen zu reduzieren. Bei Zügen ist es oft elektrischer Verbrauch, also Stromverbrauch. Und bei LKWs und PKWs ist natürlich Brennstoff-, Treibstoffverbrauch. Und wir versuchen hier durch Optimierung der Form des Fahrzeuges, der Fahrzeuge, den Widerstand, den aerodynamischen Luftwiderstand zu minimieren und auch Methoden zu entwickeln, mit denen man die Umströmung von diesen Fahrzeugen besser verstehen kann. Denn je mehr man versteht von diesen Vorgängen, was passiert bei der Umströmung eines solchen Fahrzeuges, desto besser kann man bei der Auslegung eines solchen Fahrzeuges die Geometrie optimieren im Blick auf Aerodynamik. Aktuell steht da das Modell eines ICE. Ja, richtige Fahrzeuge bekommen Sie hier natürlich nicht rein. Genau, das ist das Problem bei der Entwicklung von Fahrzeugen, Flugzeugen oder Zügen. Man kann schlecht einen Prototyp im Maßstab 1:1 bauen. Und erst recht nicht kann man einen Windkanal dafür bauen. Das wäre ein gigantisches Objekt, was die Budgets der meisten Unternehmen sprengen würde. Deswegen macht man typischerweise kleinere Modelle. Was wir hier sehen, ist ein Modell im Maßstab 1:22 vom ICE, vom allerersten ICE, was in den 80er Jahren entwickelt wurde. Und wir haben es nachgebaut für Untersuchungen, sodass wir daran neue Erkenntnisse gewinnen können. Im Nachhinein, weil es auch schon auf den Schienen fährt, kann man jetzt natürlich ganz gut Vergleiche ziehen zwischen dem, was auf der Schiene passiert in der Realität und dem, was wir hier im Windkanal nachbilden können. Weil es ist natürlich immer wieder eine Frage, inwieweit ist denn so ein Vergleich im Windkanal wirklich realistisch? Und weil je kleiner man das Modell macht, desto weniger realistisch könnte man denken, wären die Ergebnisse. Und das ist ein Ziel unserer Untersuchung, zu gucken, wie weit driftet so ein Windkanalversuch von der Realität ab. Das ist ja auch eine gigantische Anlage. Es ist ein Bunker und das geht einmal im Bunker so im Kreis herum. Genau, das ist ein sogenannter geschlossener Kreislauf oder auch Göttinger Kanal genannt. Der Ursprung dieser Bauform kam von einem Herrn Pantel, der in Göttingen gearbeitet hat, Anfang in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und die Luft bewegt sich tatsächlich in so einem Kreislauf. Das ist energiesparend. Man muss also die Luft nur einmal anstupsen und dann noch ein bisschen in Schwung halten. Aber trotzdem brauchen wir dafür einen Elektromotor mit 450 Kilowatt, um das Ganze hier in Bewegung zu bringen. Und was wir dann mit erreichen, sind Geschwindigkeiten von 65 Meter pro Sekunde oder 240 km/h. Das ist also mehr als ein Orkan. Da wird man sehr große Probleme haben, sich selbst in diesem Windkanal festzuhalten. Was würde passieren, wenn Sie den Kanal anschalten würden, wie wir hier stehen? Ja, also wir stehen hier an einer Stelle, die noch relativ harmlos ist. Wir haben hier einen sehr großen Querschnitt und das bedeutet, dass hier die Geschwindigkeit langsamer ist, um den Faktor 6,5 ungefähr. Das heißt, wir bekommen hier 30 bis 40 km/h. Das kann man noch ganz gut überstehen, ohne große Sorgen und Kraftanstrengung. Aber wenn wir da hinten gehen, in den kleineren Querschnitt, da wird die Luft beschleunigt und da bekommen wir halt diese Geschwindigkeiten von 240 km/h ungefähr. Und dann würde man langsam aber sicher immer nach hinten geschoben werden oder seine Balance verlieren und dann nach hinten poltern und natürlich sich vielleicht Verletzungen hinzuziehen.